Ein Wort aus meinem Muttersprachendialekt heißt Gitschen. Was heißt es? Schreib's in die Kommentare. Und Hinweis, es hat mit Körpersprache gendert nicht zu tun. Ja, immer gedacht, ich mache mir jetzt mit euch ein paar Gedanken zu unserer Muttersprache. Die Muttersprache gibt uns wahnsinnig viel Sicherheit, weil es ist jene Sprachform, mit der wir uns am besten ausdrücken können. Und ich meine jetzt vor allem auch den Muttersprachendialekt. Da gibt es so kleine Nuancen, die man nur in deiner Gemeinde, in deinem Tal, in deinem Gebiet versteht. Und warum ist das wichtig? Weil je genauer wir mit der Sprache agieren können, desto klarer können wir unsere inneren Gefühle beschreiben. Also salopp gesagt, wie wir etwas genau meinen. Und du weißt, wie schwierig das ist, wenn du in einer fremden Sprache, keine Ahnung, was deine Zweit-Drittsprache ist, Französisch, Russisch, Englisch, was auch immer, selbst wenn du die einigermaßen gut kannst, wenn es darum geht, deine Gefühle auszudrücken, wird es wahnsinnig herausfordernd. Und deswegen gibt uns die Muttersprache und der Muttersprachendialekt viel Sicherheit. Dialekte haben übrigens in den meisten Fällen mehr verschiedene Ausdrucksformen als Hochsprache. Und das ist natürlich klar, weil Hochsprache gilt für alle. Und damit muss man Besonderheiten aus einzelnen Gebieten natürlich rausstreichen. Deswegen ist es ja grundsätzlich vom Vorteil, wenn Kinder Dialekt und Hochsprache sprechen. Und ich beobachte es vor allem in Deutschland. Ich glaube, auch in Österreich nimmt es zu. In der Schweiz auch. Das habe ich auch gehört, dass Dialekte in der Schweiz, das Schweizerdeutsch, zurückgedrängt wird. Dass die Kinder im Kindergarten, in der Grundschule, in der Volksschule häufig nur mehr Hochsprache sprechen. Und der Hintergedanke, das kommt aus der Politik, weil der Hintergedanke war folgender: Wenn wir Kinder aus bestimmten Tälern haben, die irgendwo ganz aus dem Hintertal kommen, so ähnlich wie ihr, und die einen recht groben Dialekt sprechen, die haben am Arbeitsmarkt dann einfach Nachteile gegen Großstadtkinder, haben in der Schule Nachteile und haben auch im Jobinterview, also beim Bewerbungsgespräch, Nachteile. Und deswegen hat man gesagt, die Kinder müssen dringend Hochsprache sprechen. Und was ist passiert? In Kindergärten, in der Grundschule, Volksschule wird häufig nur mehr Hochdeutsch gesprochen. Also der Hintergedanke ist ein wohlmeinender gewesen. Aber jetzt kommt was Wichtiges dazu, und das sagen uns Neurologen: Wenn Kleinkinder aufwachsen mit ihrem Dialekt und auch Hochsprache lernen, dann verarbeitet das Gehirn diese zwei Ausprägungen der Sprache wie zwei gesonderte Sprachen. Das heißt, das Kind wächst zweisprachig auf. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir nicht sagen, Hochsprache ist immer besser oder Dialekt ist immer besser, es ist beides gut. Und ich sage das auch in meinen Seminaren immer, wenn ich mit Menschen arbeite, auch in Coachings: Beobachte es einmal bei dir selber, wenn du besonders schön sprechen willst und alles korrekt machen willst, dann verändert sich auch deine Körperhaltung. Sie wird sehr korrekt und damit sehr unentspannt in manchen Fällen. Und deswegen sage ich manchmal in Seminaren, wenn ich dann Teilnehmerinnen oder Teilnehmer habe, die besonders korrekt dasteht, während einer Übung sage ich: Mach die ganze Übung im Dialekt, kannst du Dialekt? Und wenn der Mensch dann sagt: Ja, ich kann Dialekt, dann animiere ich, sprich's im Dialekt. Und du kannst in der Sekunde merken, wie sich die Körpersprache entspannt. Und der entspannte Körpersprache ist in den meisten Fällen ein Zeichen von Souveränität. Und das heißt, dass wir eine Muttersprache, der Muttersprachendialekt haben, das sollte man eigentlich pflegen. Und ich finde es ganz toll, wenn man weiß, woher ein Mensch kommt. Ja, zum Beispiel wir Österreicher, ja, wenn wir Hochdeutsch sprechen, manche Leute schmunzeln da immer wieder, wenn wir Hochdeutsch sprechen, vor allem Deutsche, weil man immer hört, dass wir Österreicher sind. Ich glaube, da gibt es sogar ein eigenes Wort dafür. Man nennt das gemäßigte Hochsprache. Also gemäßigte Hochsprache, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist Hochdeutsch, aber Hannoveraner wird sagen: Na ja, schon irgendwie Hochdeutsch, aber auch nicht wirklich. Und da hat ja das Fernsehen natürlich auch viel beigetragen, dass Dialekte immer mehr verschwinden. Ich will jetzt nicht über einen Gruß, Tschüss reden zum Beispiel, ja, was ja überall Ciao, Tschüss,
Tschö, das sind ja alles ähnliche Begrüßungsformen, also vom Wort her. Aber es hat sich dann das Tschüss durchgesetzt. Das ist natürlich viel mit dem Fernsehen zu tun. Und warum Dialekte viel feinteiliger sind, das hat damit zu tun, dass Hochsprache für alle gelten muss. Ja? Alle, die, das ist sozusagen die Lingua Franca, die verständliche Sprache für alle im deutschsprachigen Raum ist Hochdeutsch. Und wenn es für alle gelten muss, dann muss man eben die kleinen Ausprägungen, die man nur in dem einen Tal oder in dem anderen Dorf versteht, die muss man einfach aus der Hochsprache rauslöschen. Und übrig bleibt dann nur mehr eine reduzierte Sprache. Und das muss man insgesamt sagen, das reduziert uns alle in der Ausdrucksform, auch in der Vielfalt. Weil man muss ja denken, dass Sprache sowieso schon reduziert. Ja? Sprache ist ja, wir können unsere Gefühle, unser Innerstes ganz schwer mit Worten ausdrücken. Versuche mal, Migräne zu beschreiben, wenn du Migräne hast. Diesen Schmerz, den kannst du in Worte gar nicht fassen. Oder Liebeskummer. Ludwig Wittgenstein, der Sprachphilosoph, hat das ja genau beschrieben, nämlich die Grenzen unserer Sprache. Sein berühmter Satz am Ende des Traktatus Logico Philosophicus sagt er ja, wofür es keine Worte gibt, darüber muss man schweigen. Also wenn man etwas mit Worten nicht ausdrücken kann, dann gibt es keinen Ausweg. Es ist nicht ausdrückbar. Und deswegen ist es Abstufung. Das heißt, der Muttersprachendialekt kann mehr, die Muttersprache schon ein bisschen weniger, weil der Dialekt natürlich, also die Hochsprache jetzt, Deutsch bei uns schon ein bisschen weniger. Und jetzt denke ich besonders an die Menschen, die nicht in ihrer Muttersprache sprechen können, weil sie flüchten haben müssen, aus politischen, aus wirtschaftlichen Gründen. Und da fehlt natürlich auch das Gefühl von Sicherheit, nämlich die Sicherheit, ich weiß, wie ich mich ausdrücken muss, dass ich richtig verstanden werde. Und ich glaube, das müssen wir an dem Tag wie heute einfach schätzen, dass wir das Glück, die meisten von uns das Glück haben, uns ganz gut mit unserer Sprache ausdrücken zu können. Denk einmal dran, wenn du eine Zweitsprache hast, Englisch, weiß nicht, was du hast, Englisch, Französisch, Russisch, was auch immer. Selbst wenn du das einigermaßen gut kannst, wie schwer es ist, sich in einer fremden Sprache auszudrücken, nicht mitzuteilen, aber so richtig die Gefühle, wie man etwas meint, in Worte zu fassen, ist in einer Zweitsprache, Drittsprache noch viel schwerer. Gibt es so Worte, die man nur bei dir in deinem Dorf, in deiner Umgebung, in deinem Gebiet versteht? Schreib uns das bitte in die Kommentare, vielleicht auch mit einer Erklärung dazu. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Jetzt komme ich nämlich zum Wort Gitschen. Gitschen heißt in Osttirol, da komme ich ja her, und in Kärnten heißt es Mädchen. Und zwar nicht abwertend, sondern auf Augenhöhe. Man sagt einfach die Buben und die Gitschen. Die Gitschen, das sind die Mädels sind das. Das ist bei mir daheim. Und das ist manchmal auswärts ein bisschen schwierig, weil die Leute glauben, das ist abwertend. Nein, die Gitschen sind überhaupt nicht abwertend. Liebe Osttiroler, liebe Kärntner, schreibt jetzt in die Kommentare ein, dass Gitschen nicht abwertend ist. Bestärkt mich darin. Und jetzt bin ich neugierig, welche Dialektworte habt ihr? Und auch bitte habe ich noch. Wenn ihr Dialekt habt, gebt es euren Kindern weiter. Sprecht es auch gerne im Alltag. Nicht immer und nicht in jeder Situation. Aber wenn du im Alltag Dialekt sprichst und bei den wichtigen Worten in die Hochsprache wechselst, also wenn du im Alltag Dialekt sprichst, aber bei wichtigen Worten in die Hochsprache wechselst, zum dritten Mal, also wenn du Dialekt sprichst, aber bei wichtigen Worten in die Hochsprache wechselst, dann hast du viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung. Ich bin gespannt, was ihr zu den Gedanken zum Tag der Muttersprache sagt.